Ja, hallo Lieben, ich wollte mich mal wieder melden. Jetzt hat es auch mal Nachfragen gegeben zu meinem Video, hatte ich ja damals gemacht. An mir klebt Fame oder so ähnlich. Da wurde mal gefragt, gibt es da ein Update zu? Auch immer schön so ein bisschen Gossip von Liebeship. Genau, ja, so richtig. Also es ist alles noch am Laufen. Also es ist auf eine Art, ist es ruhiger geworden. Sozusagen was so, also es ging dann noch eine ganze Zeit weiter mit, ja, ich nenne das ja mal, was kann ich, wie man es nennen soll, Cyberstalking und solchen Geschichten, unschönen Geschichten. Ja, ich wollte auch nochmal anfügen, weil das glaube ich beim letzten Mal, wo ich das erste Video verlinke, das hier auch nochmal an mir klebt Fame, weil das ein bisschen so rübergekommen ist. Es kommt ja ein bisschen so rüber, als wenn das so Pipifax wäre. Nee, ist leider kein Pipifax, also klar, also ich will mich da jetzt nicht aufregen, klar kriegt man da immer mal komische Nachrichten, wenn man auf Social Media unterwegs ist und ja, und Leute sind mal angenervt oder angetriggert, es ist, nee, es betrifft leider doch, ich sag das immer so, Cyberstalking, aber es betrifft, das ist für mich nur so einfach, einfach so ein Wort, es betrifft nicht nur Pipifax Persönlichkeitsrecht, sondern eben auch, ja, ziemlich stabile Zivilrechtsbereiche und eben leider auch, ja, Strafrechtsbereiche und ja, aber gut, wie gesagt, ich schauen wir mal, wie das alles so ausgeht und ja, es ist auch, für mich ist es halt so ein Zeitenwandel so richtig, weil klar, da muss man sich jetzt nochmal einmal richten. Ich habe ja auch so eine Historie von, ja, ich das immer nenne, Co-Abhängigkeit und einfach mal so richtig nochmal richtig aus sich heraustreten, für sich einstehen, ist vielleicht auch eine Sache, die mir mich nochmal echt weiterbringt. Und ja, es ist auch sicherlich so, dass hier in Hamburg, also viele Leute kennen mich halt noch von früher und ich habe mich, glaube ich, total verändert, 180 Grad und ja, da kommt halt nicht jeder mit klar und deswegen merkt ihr wahrscheinlich auch, gibt es auch so ein bisschen, also Hamburg ist eine tolle Stadt, aber es gibt auch so ein bisschen manchmal Überlegungen auch mal vielleicht da mal ein neues Stadtgame anzufangen, so ja, das sind halt diese ganzen Nebenwirkungen so, aber kennt ihr bestimmt auch des Liebeship-Weges. Also, ich kann, vielleicht irgendwann kann ich irgendwann mal, wenn das alles fertig ist, mit dem Lächeln und mit viel Abstand nochmal amüsant drüber berichten. Im Moment ist es einfach noch nicht so richtig die Zeit und keine Ahnung, vielleicht, also diese ganzen Sachen, die da so passiert sind, sind so abstrus, dass ich, also ich würde es nicht vorausgeschossen halten, dass ich nochmal so richtig in die Medien damit komme, aber ich, keine Ahnung, ich überlasse das dem Universum und könnte mal, ja, es könnte da an der Stelle echt nochmal spannend werden, aber ich habe keine Ahnung, was das Universum mit mir vorhat, vielleicht auch nicht und dann ist auch gut und, aber wir bleiben mal gespannt. Auf jeden Fall, ja, wird das jetzt, das nimmt mich auch, kostet auch ein bisschen Energie, wird jetzt alles an der einen oder anderen Stelle juristisch aufgearbeitet und ja, das ist halt, wie es halt so ist. Also ich möchte ja gern mit allen in Frieden leben, aber da braucht es halt immer zwei zu, oder was weiß ich, mehrere, also müssen halt alle das wollen und offensichtlich, aber helft ihr mir? Keine Ahnung. Scheine ich ja durchaus zu polarisieren und ja, scheine irgendwie auch eine gute Projektionsfläche abzugeben. Keine Ahnung, also ich frage mich zwar immer, warum, aber keine Ahnung. Aber gut, das ist halt immer das Blöde, dass einen die Sachen, die irgendwo konträr laufen, dass die einen manchmal mehr beschäftigen als die, ach, 98% Leute, die werden jetzt auch eine Umfrage gemacht, die total zufrieden sind und Liebeship, ja, wir haben so sicherlich das beste Jahr, was war jetzt hier, ach gut, es gibt es ja auch noch nicht so lange, aber das beste Jahr und läuft alles super und ja,
Und das ist für mich auch mal wieder ein Angang, mein Fokus, was ich auch mal wieder lehre. Fokus auf das Positive, aber klar, wenn manchmal diese negativen Sachen so reinballern und auch so eine Absurdität erreichen, die mich da auch, ja, wo ich teilweise auch einfach fassungslos bin. Und aber ich versuche das alles in Liebe anzunehmen und denke, ja gut, vielleicht gibt es da auch noch altes Karma abzuarbeiten oder keine Ahnung, oder weiß ich nicht, hat irgendeinen Sinn für mich, dass ich da noch mehr wachsen darf und noch cooler werden darf, dann ist ja auch gut, aber ist schon krass. Und ja, ist es halt, offensichtlich bin ich nicht mehr der kleine Hinterhofpsychologe, der da mal ein Video macht, sondern ja, bekomme halt deutlich mehr Aufmerksamkeit, und das hat, wie aber wahrscheinlich jeder, der mehr Aufmerksamkeit bekommt, hat das halt positive, viele positive Seiten. Und klar, wenn man dann in der Stadt angesprochen wird und sagt, hey, wie cool, geil, ich gucke deine Videos, liebe deine Arbeit, schön. Und es gibt aber natürlich auch Schattenseiten. Ich habe schon den Eindruck manchmal, dass ich scheinbar besonders polarisiere, ob das jetzt einfach meiner Art liegt, weil ich Fußballtrikots abziehe, ich weiß es nicht, sagt ihr es mir, keine Ahnung. Ich habe mich auf jeden Fall mega gefreut beim letzten Video über diesen mega Zuspruch, es hat richtig gut getan. Und dann, ja, gibt es halt noch so eine Ebene, wo, ja, wo sich eben, ich will mal so sagen, Strukturen, Energien mit mir auseinandersetzen. Ja, was soll man sagen? Also ich meine, es ist überall ist der Wandel, man muss ja nur nach draußen gucken, in die Zeitung gucken, und beim, ja, also in, hier ist halt auch der Wandel. Und ja, also ich sag mal so, die Arbeit, die ich mache, ist ja auch in vielen Punkten sehr innovativ, neu, was jetzt Darstellungsformen angeht oder wie ich das mache oder in welcher Art ich das mache. Und ja, also das ist sicherlich, wie das dann immer so ist, wenn was Neues kommt, das gefällt nicht jedem, ne? Und ja, ich sage immer so, ich komme mir vor wie die Rebellenarmee in Star Wars gerade, aber gut, das ist so, das Bild kommt mir immer wieder, und ja, aber wie gesagt, ich versuche das, das ist so meine Art, damit umzugehen, und aber ich muss mich auch immer wieder, es sind einfach raue Zeiten, also für mich auch, und versuche immer wieder in die Ruhe zu kommen, was ich auch sage, und das gelingt mal besser, mal schlechter, aber ihr habt bestimmt auch Herausforderungen in eurem Leben, könnte ich mir vorstellen, könnt ihr auch gerne mal kommentieren, was bei euch gerade so, die einen haben vielleicht gesundheitliche Herausforderungen, die andere finanzielle, die anderen wissen, weiß ich nicht, müssen vielleicht einen neuen Beruf lernen, weil der nicht mehr gebraucht wird gerade, und ja, also da sind wir, glaube ich, alle zusammen, und ich möchte auch immer wieder gerne in die Einheit kommen, aber es ist einfach noch nicht so weit, es ist gerade die Dualität, die ballert gerade nochmal richtig hoch, ist bei mir auch so. Und obwohl sonst mein Leben einfach total cool ist und ja, eigentlich alles in guten Bahnen läuft, ja, gibt es halt Sachen, die ja, die einen total aufreiben gerade, ist bei mir auch. Und ja, wo man vielleicht nochmal einen letzten Step gehen muss irgendwie, ne, das ist halt so. Und ja, also das, ich sag mal so, dieses, das ist ja nicht nur jetzt bei mir, das ist in der Schule, in der Arbeitswelt, Finanzwelt wahrscheinlich. Ich glaube, da werden überall Änderungen anstehen, und die kommen halt nicht alle so smooth rüber, sondern ja, das ist halt eine tumultartige, konfliktreiche Zeit, und ja, ist heftig. Also ich persönlich finde es auch heftig, aber ich kann auch sehen, dass ich dran wachse so, ne, und dass ich auch, meine, ich möchte mit allen Frieden leben, aber ich, ja, wenn halt, wenn es dann halt notwendig ist, dann wehre ich mich auch so mehr, viel mehr ist es eigentlich gar nicht, weil das habe ich früher auch nicht so gemacht, aber das ist halt auch mein Teil meiner Entwicklung, dann zu sagen, nee, also jetzt ist mal echt Feierabend hier, und jetzt reicht's auch mal, aber gut, das ist, da durfte ich mich auch hinentwickeln, und fühlt sich oft total gut an, und manchmal fühlt sich eben auch, denkt man auch, oh Mann, ey, das ist früher aber mehr Ruhe in meinem Leben, muss ich echt sagen. Aber ich sehe es auch ein bisschen als Ritterschlag, weil wenn das so ist, dann ist wohl
Ja, meine Arbeit irgendwo auch was Besonderes und bewegt scheinbar viele Menschen auf die eine oder andere Art. Und wie gesagt, die hatten ja auch diese Umfrage gemacht und da werde ich auch nach und nach mal was posten. Also ja, 97% gesagt, sie empfehlen Liebeship weiter. 97%, das ist Wahnsinn. Und auch, haben auch ganz viele geschrieben, ja, Liebeship hat sich schon verändert. Und wenn man jetzt bedenkt, dass es eine ganz gemischte Gruppe war von Leuten, die ganz neu dabei sind, welche die länger dabei sind. Also ich war echt geflasht, habe mich total gefreut. Und da bin ich auch mega dankbar, auch für alle, die da mitkamen, richtig viele mitgemacht und mega dankbar. Ich freue mich auch über sonstige Anregungen. Ich bin da gerade echt so ein bisschen auch ein bisschen am Überlegen, wo, also haben sich auch erstaunlich viele, weiß nicht, das wird auch nicht allen gefallen, für Thema Spiritualität interessiert. Oder sagen wir mal, ich mache das Wort eigentlich gar nicht so, übergeordnete Sicht auf Beziehungen. Ich habe keine Ahnung, also das, was ich da jetzt mache, es geht auf jeden Fall weiter. Es gibt ja jetzt auch diesen Manifestationskurs, um nochmal was Neues in die Richtung zu machen. Aber klar, für diejenigen, die dann dem Interessierten, was bisher da war, das wird auch weitergehen. Könnten wir auch gerne mal wieder Fragen schicken, auch gern komplexere. Also viele haben sich auch gewünscht, diese längeren Videos. Aber es gab, das muss ich auch nochmal aufarbeiten, ganz viele unterschiedliche Wünsche. Manchmal auch, überlege ich auch, ob ich doch nochmal den Step mache ins Englische, aber das ist auch irgendwie so ein Riesenaufriss. Keine Ahnung. Also freue mich, wie gesagt, über ganz viele Kommentare zu diesem Video. Und ja, und versuche natürlich auch, das immer ein neues Buch irgendwo, was mir auch viel schwerer fällt zu schreiben als das erste. Erste war so, bam, einfach mein ganzes Wissen runterballern. Das läuft auch übrigens nach wie vor gut. Auch danke dafür. Der Liebescode. Und ja, jetzt geht es in das zweite Buch und das wird viel, ja, viel persönlicher und ja. Ja, das sitze ich auch ganz schön dran, wenn ich überhaupt mal Zeit habe. Da, also, ich habe momentan jetzt auch gerade Isabel am Urlaub und ich habe richtig lange Tage. So. Genau, und was wollte ich noch sagen? Ja. Liebeship Party muss leider wieder virtuell sein. Ist einfach völlig, völlig unmöglich. Haben wir zum Glück diesmal rechtzeitig auch gesehen. Da gibt es dann, ich glaube, das ist am Freitag, den könnt ihr aber auch auf YouTube sehen, habe ich schon eingestellt. Am 16. Oktober gibt es die virtuelle Liebeship Party mit neuen Lesungen von mir aus dem neuen Manuskript oder wie man das, also aus meinem Ideenfundus, sagen wir mal. Und freue mich total, wenn ihr da zahlreich teilnehmt. Letztes Jahr waren wir richtig viele, waren glaube ich, weiß nicht, 500 Leute oder so. Und ja, ich weiß, ey, ich vermisse es total, Live-Treffen zu machen. Gut, es gibt ja noch das Bootcamp, da sind auch noch ein paar Plätze frei in Murnau oder in Nähe von München und in Berlin. Berlin. Habe ich jetzt auch einen neuen Standort im Winzviertel, wer da mal Sessions machen will. Und ja, was wollte ich sagen? Ich würde so gern diese Party endlich machen. Und jetzt haben wir sie auf dem 17.04., glaube ich, 2021 in Berlin. Und ich würde auch so gern wieder Lesungen machen. Es ist aber einfach, es ist ein Irrsinn und das heißt ein Irrsinn, also ich will jetzt gar nicht sagen, ob das notwendig ist oder nicht, ich halte mich da komplett raus, aber es ist einfach ein Irrsinn. Also so kann man einfach keine Liebeship-Party machen, das geht einfach nicht, also es ist zu kompliziert und so und ja, sobald das ein paar mehr Leute sind, dann, aber gut, wisst ihr alle, muss man ja nicht sagen und dieser ganze Scheiß geht ja gerade schon wieder los, aber es ist echt zum Kotzen. Hauptsache, die Snowboard-Pisten werden geöffnet. Sage ich mal ganz egoistisch. Und ansonsten hoffe ich, dass wir gut durchkommen durch die Zeit. Und ja, gut, aber wir schauen mal. Ich werde da ja auch, wenn das doch nochmal wieder krasser wird, dann gucken wir mal, was ich da machen kann. Genau. Ja, freue mich über ganz viel Feedback. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei seid. Danke für euer Sein und liebe Grüße von Christian.